Typisch, Mario träumt mal wieder nur von Pasta, Tortellini, Lasagne, ist ja alles lecker, aber ich träume, wenn überhaupt, von diesem wunderschönen Festival, das wir da in der letzten Folge von Super Mario Odyssey erleben durften. Pauline hat gesungen, wir haben Donkey Kong getroffen und alles sah einfach nur mega schön aus. An sich sind wir somit eigentlich fertig mit dem Cityland, da wir jegliche Hauptmission hinter uns gebracht haben, aber es gibt bestimmt noch die ein oder andere Aufgabe, die wir noch erledigen können, bevor wir weiterreisen. Und euch beide kenne ich doch. Hey, what's up? Oh hey, du bist's. Erinnerst du dich noch? Wir haben uns im Wüstenland getroffen. Nein? Doch, klar erinnere ich mich. Wie geht's? Ist ja auch egal. Trotzdem cool, dich zu treffen. Es heißt ja, das Beste am Reisen sind die Leute, die man trifft. Hier hast du ein Geschenk, mein Freund. Mond? Chillig! Ein Urlauber im Cityland. Ein geschenkter Mond, aber hey, man muss halt auch erstmal mit den beiden reden, ne? Die sind mir jetzt auch nur im Augenwinkel aufgefallen. Ich hab ja alles gesehen. Bring mich an einen neuen Ort. Am liebsten zu einem riesigen Wasserfall. Sicher doch, ich bring dich ratzfatz hin. Ich besorg mir nur noch ein Autogramm der Bürgermeisterin. Dann geht's los. Moment, kann man die vielleicht über die ganzen Welten über verfolgen? Weil die Beschreibung klingt ja mal sowas von nach dem Kaskadenland. Naja, bin mir nicht ganz sicher. Aber wir könnten, wenn wir jetzt nicht genügend Aufgaben hier im Cityland finden, auf jeden Fall mal nachschauen. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die wir nicht überprüft haben, und das ist dieses Gebäude hier. Das kenne ich, glaube ich, auch noch von der Demo, die ich gespielt habe. Ja, genau. Hier gibt es definitiv noch zwei Monde. Danach muss ich selbst mal gucken, wie wir weitermachen. Mir ist aber aufgefallen, dass wir nur, ich glaube, 78 Lila-Coins haben und circa die Hälfte an Monde. Ne, haben wir noch gar nicht nachgeguckt. Es sind 66 hier im Mondland. Und ich glaube, die Broschüre habe ich mir auch noch gar nicht genauer angeguckt. Crazy Cap Hauptsitz, also das hatte einen Grund, warum der Shop hier anders aussah als in den anderen Welten. Das hier ist halt der größte und wichtigste Shop des ganzen Landes, offensichtlich. Dann, ja, der Motorradroller wird angepriesen. Die Bauarbeiten, selbstverständlich Pauline, der unbezahlbare Ausblick. Und all das, was die Stadt eben sonst noch so zu bieten hat. Ein wirklich tolles Kingdom. Gefällt ja auch so gut wie jedem. Habe jetzt eure Kommentare noch nicht gesehen, weil das Ganze ja ein bisschen zeitversetzt aufgenommen wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr auch alle große Fans dieser Welt seid. Und hier haben wir auch schon den geheimen Mond. Bring mal den Müll rüber. Ansonsten sagt die Freundin ja immer, bring den Müll raus. Diesmal bring ihn rüber. Alles klar. Oh, das war cool. Das war cool. Ah, ich konnte mich gerade überhaupt nicht bewegen. Weiß der Teufel warum? Weder loslassen noch springen. Seltsam. Aber interessant zu sehen, wie Mario aussieht, wenn er von einem Kugelbilly getroffen wird. Voll verraucht und ölverschmiert. War eine gute Idee, hierher zu kommen. Nicht nur wegen den beiden Monden, sondern auch wegen den Lila-Coins. Drei weitere finden wir hier. Und ich kann euch nur empfehlen, euch immer so zu positionieren, weil dann können euch die Kugelwilli nicht treffen. Immer Marios Rücken zu euch. Dann krachen die Kugelwilli nämlich gegen die Stange und es passiert nichts. Kann man eigentlich hier oben noch rauf? Ich glaube, ja. Alter! Ich wollte schon rumheulen, weil ich den Sprung eigentlich total verkackt habe, aber Mario hat geistesgegenwärtig seine Fingerchen ausgepackt und das Ganze entschärft. Aber das hätte auch massivst schief gehen können. Holy fuck. Manchmal habe ich wirklich mehr Glück als Verstand. Aber na gut. So, zwei Monde eingesackt, drei lila Coins. So kann's weitergehen. Ach, und weil wir gerade über den Crazy Cap Store gesprochen haben, da gab es doch noch ein weiteres Outfit, ne? Das würde ich mir ganz gerne jetzt noch holen.
Zur Abwechslung. Und wir haben ja auch genügend Münzen, um uns das leisten zu können. Was war das nochmal? Genau, eine Golferkappe und ein Golferoutfit. Ich finde, das sieht mehr aus wie ein Zirkusclown. Oder so ein USA-Freak. Ja, der sich auch so richtig kleidet mit den ganzen Sternen und den Farben und alles, aber naja. Okay. Sei es so. Wir können uns noch den Tower leisten. Und den Sticker. Für die schöne goldene Statue reicht's leider noch nicht ganz. Aber vielleicht kriegen wir die letzten Münzen ja noch zusammen. Wir haben gerade da in dem rechten Bereich noch nicht alles erkundet. Vielleicht finde ich die dort. Aber eigentlich ist das fast zu viel für diesen ganzen Bereich. Wir müssen noch irgendwo mindestens einen Subraum übersehen haben. Also so einen Challenge-Raum, wo es einfach ein paar Monde gibt, ne? Vielleicht erblicke ich ja von weiter oben etwas. Ah, cool! Ah, nein. Sprung versaut. Aber da hinten habe ich jetzt gerade noch was gesehen. Oh, Reizüberflutung mal wieder. Das ist neu, ne? Das gab es vorher noch nicht. Okay. Dadurch, dass wir jetzt alle Hauptmissionen abgeschlossen haben, sieht es fast so aus, als wären neue Monde und Aufgaben verfügbar. Du bist mein Cityland Tic-Tac-Turnier 1. Aber der Grund, warum ich gerade so ausgerastet bin, das ist wegen der Pflanze. Die sind jetzt reif. Sprich, drei weitere Monde für uns, wenn wir die ernten. Und das werde ich jetzt auch machen. Mond Nummer 1. Ich dachte immer, man müsste die Welt verlassen und dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen, damit die Pflanzen gedeihen. Oder beziehungsweise damit halt die Monde endgültig spawnen. Aber nein, man muss einfach nur, keine Ahnung, wahrscheinlich einige Minuten warten. Sehr cool. Die andere Pflanze war weiter drüben, ne? Ja, hier. Ich sehe es schon. Schaffst du das, Mario? Möglich ist es. Ah, ganz knapp nicht. Schade. Okay, dann holen wir uns doch erst einmal den Mond hier. Juhu. Zack. Bams. Das war kein Problem. City Flora Kübel auf dem Vorplatz. Und nun noch der Mond dort oben. Die Arbeit aus vergangenen Parts, die zahlt sich jetzt aus. Aber ich finde es echt krass, wie viele Monde wir hier gefunden haben. Die Anzeige rastet richtig aus. Ich habe mir noch keinen einzigen abgegeben. Es sind also mehr als 30, ne? 32 müssten es jetzt sein, oder? Nee, noch mehr sogar. 38. Wow! Das ist echt heftig. So, aber jetzt bin ich wieder überfragt. Womit machen wir weiter? Wo können wir noch was finden? Halten wir die Augen offen. Wie wir gerade gemerkt haben, sind ja auch neue Dinge erschienen, jetzt wo wir die ganzen Hauptmissionen geschafft haben. Vielleicht gibt es noch mehr von diesen Vogelscheuchen, wo wir Cappy dranhängen können. Ich bin nicht sicher. Aber wie gesagt, hier im rechten Bereich bin ich noch nicht hundertprozentig mit aller Erkundung durch. Vielleicht hier mal rauf. Ah, es geht kaum. Okay, dann schauen wir uns hier oben mal um. Wobei, das war ja Teil der Hauptmission, ne? Der allerersten. Da dürfte es eigentlich auch nichts mehr geben. Gab's nicht noch irgendwo so eine... Was? Da drüben habe ich Leader-Coins übersehen? Alter. Wow, gerade so erblickt, ne? Damn it. Hier waren wir schon. Einen Musiker haben wir hier rekrutiert. Und... einen weiteren Mond von diesem Überbleibsel des Bosses bekommen. Aber da waren doch tatsächlich noch ein paar Lila-Coins. Na schön. So. Hier um die Ecke vielleicht noch was? Oder was will mir das Schild sagen? Nichts Besonderes, denke ich, ne? Ja. Ich finde es ein bisschen nervig, dass so viele Moves
auf so Schildern erklärt werden. Ich meine, wir sind jetzt schon echt einige Spielstunden weiter. Da sollte man mich eigentlich nicht mehr mit irgendwelchem Standardkram langweilen, meiner Meinung nach. Es muss doch irgendwo noch reingehen. Mir kommt es aber auch so vor, dass wir irgendwo so eine Insel übersehen haben. So eine ganze Insel mit ein paar Aufgaben. Und ich kann mich von der Demo aus noch erinnern, dass irgendwo ein Mond auch mal in so einem Teil steckte, aber frag mich nicht wo. Frag mich bitte nicht wo. Das kann ich dir nicht sagen. Ja gut, aber wenn ich jetzt hier wirklich nicht mehr fündig werde, dann hau mal ab. Oder wir fragen Schnackelchen, das können wir auch machen. Wo ist denn der? Da am Anfang. Ja, hier drinnen ist ja jetzt nichts mehr, ne? Das war ja alles auch Teil der Hauptmission. Da sollte sich nichts mehr befinden. Klar, man kann das jetzt nochmal alles ablaufen und untersuchen, aber nee, lassen wir das lieber. Ja gut, bevor ich jetzt noch mehr Zeit verschwende, frage ich Schnackelchen. Der wird mir schon verraten, wenn ich was übersehen habe. Und wenn nicht, dann machen wir einfach noch ein paar Aufgaben in der Wüste, weil ihr kennt mich. Ich will neue Kingdoms eigentlich immer erst dann anfangen. Moment, was ist das denn? Da ist ein Hinweisbild. Ah, super, aber wie komme ich da jetzt rauf? Und da sind Münzen! Ah! Mann, auf dem Gebäude war ich auch schon 23 Mal droben und schon wieder was übersehen. Da kann man sich aber auch nicht hinporten, ne? Dammit! Über Umwege komme ich aber hin. Moment. Diese Hinweiskunst, die will ich jetzt untersuchen und die Münzen will ich auch auf jeden Fall noch haben. Und danach sprechen wir mit Schnackelchen. Hier in dem Bereich noch was Neues vielleicht? Ne? Oder hier? Weil dieser Hügel, der lässt mich nicht los, ne? Ich denke da jedes Mal, dass da irgendwas zu holen ist. Ah, da drüben! Ein Hase! Bei diesen beiden Typen da, die... Wow, den haben wir aber schnell erwischt, hey. Der hat ja gar keine Möglichkeit gehabt, zu flüchten. Nice. Hoppeldi-hopp auf dem Wolkenkratzer. Ja, diese zwei, die waren sowieso schon so komisch, weil die sitzen hier oben, sprechen nicht miteinander, sind wie versteinert. Sehr, sehr seltsame Typen. Da habe ich mir schon gedacht, dass da früher oder später irgendwas noch kommen wird. Es hatte jetzt zwar nichts direkt mit den beiden Dudes zu tun, aber... Ja, war zumindest in deren Bereich... So, die Hinweiskunst ist da drüben, ne? Yippie! War da eine Röhre? Ah, ne, das war die Topfpflanze. Alles klar. Hinweiskunst. Wie krass versteckt das ist. Um was geht's da? Schnuffelchen? Beziehungsweise Pucci, was macht der denn hier? Er zeigt auf jeden Fall das Seeland. Ach, der hat da wahrscheinlich was vergraben, oder wie? Okay. Das können wir uns ja auch noch holen. Pucci, bekannt aus Yoshi's Island oder auch Yoshi's Woolly World, einem etwas neueren Yoshi-Titel für Wii U. Haben wir ja ebenfalls Let's Played. Oh, geil, dass es geklappt hat. Eigentlich hasse ich ihn. Muss ich so sagen, tut mir leid. Aber irgendwie finde ich es auch süß, dass er einen Platz in diesem Spiel bekommen hat. Wenn auch nur ein Gastauftritt. Mal sehen, ob das eine einmalige Sache bleibt oder ob es noch weitere Monde gibt, die er vergraben hat. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Mond ist. Ich meine, was denn sonst, ne? Okay, jetzt wird es aber wirklich Zeit, mit Schnackelchen zu reden, weil ich habe keine Ahnung, was wir noch tun können. Können wir überhaupt noch was tun? Komm, verrat's mir. Ja. Scharfschütze unter Beschuss. Das ist eine Mission, die hätte ich mich als Nintendo jetzt nicht getraut, in New York City unterzubringen, aber okay. Das sagt mir leider auch absolut überhaupt nichts. Kriege ich noch einen anderen Tipp? Hoch oben auf der Müllhalde. Wo ist denn hier eine Müllhalde? Also es gibt hier und dort immer mal wieder Müll, aber eine Müllhalde? Damn! Wir haben noch mindestens zwei Monde nicht gefunden, Leute. Und ich habe einfach keinen Plan. Müllhalde. Wo ist eine Müllhalde?
Ist das da drüben die Müllhalde? Ich meine, da liegt ja auch dieser... dieser Roboter rum, aber nee, das kann nicht sein. Hoch oben. Ah, warte, eine Sache habe ich, glaube ich, wirklich vergessen. Die fällt mir auch gerade wieder ein. Das hat, denke ich, nichts mit dem Mond aktuell zu tun, aber mit einem anderen. Oder vielleicht sind da auch nur Münzen. Wie dem auch sei, wir schauen mal nach. Nämlich da, wo wir gegen die Geißel gekämpft haben, da können wir natürlich jetzt auch rauf. Und von dort gibt es eine Bahn... Moment mal. Ich glaube, ich habe da was. Das ist mit Sicherheit ein Mond. Warte, 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 warte. Wie kommen wir denn darauf? Münzen! Ey, dieses Kingdom ist crazy. Dieses Kingdom ist so crazy. Warte, 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 warte. Das könnte aber sogar diese Müllhalden-Sache sein. Auch wenn es keine Müllhalde ist. Und hier ist sogar noch ein P-Switch. Und ein Roller? Also zum einen frage ich mich, wie der da raufkommt und zum anderen... Ah, warte, den brauche ich doch bestimmt für die Mission, oder? Ja, bestimmt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was muss ich überhaupt machen? Ein Schlüssel. Und da vorne ist der Mond. Ja. Zu Fuß hätte man das wahrscheinlich nicht geschafft. Yes. Aber wir packen es. Und jetzt Vorsicht, runter, 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 runter. Dann können wir den anderen Mond auch noch holen. Wo ist es? Wo ist es? Hier. Ah! Yes. Das ist der Müllhaldenmond, oder? Ja. Aber das ist doch keine Müllhalde. Das war einfach nur ultra fies versteckt. Aber yes! Zwei weitere Monde eingesagt. Jetzt habe ich nur leider nicht gesehen, wie der Mond von eben hieß. Also der mit dem P-Switch. Aber wahrscheinlich war es so ein Tic-Tac-Turnier, ne? Was ich eigentlich machen wollte... Da ist direkt der nächste! Stimmt! Das habe ich gemeint, mit was wir hoch oben noch vergessen haben. Dieses eine Hausdach mit dem Pool. Aber wie gesagt, was ich eigentlich machen wollte, ist hier hochkraxeln. Ich glaube, da gibt es auch noch was, oder? Ja. Oh, schön. Schön. Schwindelerregende Höhen. Also wir haben doch noch einiges verpasst, Leute. Holy shit. Münzen sind hier zwar keine, aber Mond ist mir sowieso lieber. Und hier oben haben wir ja einen tollen Überblick. Ich sehe jetzt aber nichts mehr. Also ich denke, nach dem Mond hier drüben werde ich die Welt verlassen. Jetzt muss ich den Sprung aber auch erstmal hinkriegen. Ja, gut. Ist nicht so schwer. Hallo! Ich hoffe, ich störe nicht. Was geht bei euch ab hier? Ihr genießt das Leben, was? Hier in New Donk City. Ach, ich würde es genauso machen. Ich würde es genauso machen, Leute. Ich gönn's euch. Die haben halt alle ein bisschen was an Geld. Ne, und haben sich dieses tolle Hotelzimmer mit der Dachterrasse gegönnt. Kann man mal machen. Aber ich glaube, die Mission mit dem Sniper, die habe ich jetzt nicht geschafft, ne? Aber ich weiß auch absolut nicht, wo ich da suchen muss. Ja, und uns fehlen halt noch ein paar Münzchen. Aber das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ich habe echt keinen Plan mehr. Ich glaube, ich springe da jetzt noch runter, um zu gucken, ob sich vielleicht hier was getan hat. Aber ich denke nicht. Oder warte, hier sind Glasscherben. Ah, ne, sah nur so aus. Nee, nee, nee. Falscher Alarm. Ja, gut. Dann werde ich wohl nicht mehr drauf kommen. Vermutlich ist irgendwo noch ein Eingang in so ein Gebäude oder so. Ah, warte. Bist du vielleicht das Ding gewesen, wo sich der Mond drin befindet? Nee? Ich glaube, der hat aber auch ein bisschen geleuchtet. Naja, da werde ich jetzt auch nicht mehr drauf kommen. Verschwinden wir also. Hier drin war ich ja, ne? Kurze Überprüfung. Moment, ich will sicher gehen. Ja, ja, da waren wir. Okay. Ja. Sprechen wir nochmal ganz kurz mit Schnackig. Und wenn er nichts Neues hat, verdünnisieren wir uns. So oder so, finde ich aber, waren wir mega erfolgreich für den ersten Versuch. Und es ist halt auch immer schwierig zu sehen, was ist jetzt neu nach diesen ganzen Hauptmissionen und was nicht. Ist halt immer so die Sache.
Seilspringtalent. Ja, das haben wir doch gemacht. Oh nein. Da gibt es einen zweiten Mond für. Ah, für 50 dann wahrscheinlich, ne? Oh nee, Alter. Es kann ja nur damit zu tun haben. Jetzt muss ich mir das nochmal geben hier. Ja, die 55.555 knacke ich nicht, aber ich wäre mit dem zweiten Mond schon zufrieden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es den für 50 gibt. Bin ja auch knapp dran gescheitert. Das ist krank. Ich hatte 59. Ja, wie viel wollt ihr denn? 1000 oder was? Was soll der Scheiß? Kann mir denn nicht wenigstens jemand sagen, wie viel ich brauche? 100? Nein! Habt ihr einen Arsch offen? Ach du heilige Scheiße. Wie zum Geier soll ich den 100 knacken? Ach, halt's Maul. Da muss es doch irgendeinen Trick geben. Das kann doch nicht sein. Weil vor allem... Diese ganzen Spinner mit über 10.000 und so, inklusive Blue X2, das kann doch nicht legit sein, da muss es da irgendeinen Trick geben, hey. Oder haben die irgendwie alle gecheatet? Ich check's nicht. Ach man, halt's Maul, ich will doch einfach beginnen hier. Ich finde, Beginn ist fast das Schwierigste, weil man nie weiß, wann die das kapieren, dass man auch mitmachen will. Hallo, mach. Dann nochmal, muss immer ein bisschen weggehen, ne? So, jetzt. Ein kranker Scheiß. 100. Wie soll das funktionieren, Mann? Oh Gott, ist das eine Drecksscheiße. Ich könnte es kotzen. Scheiße. Ich probiere es jetzt, keine Ahnung, eine Stunde locker. Ich habe mich auch im Internet erkundigt, wie es da ausschaut, ob es da einen Trick gibt. Ja, gibt es. Allerdings hat er mir überhaupt nicht geholfen. Und zwar
müsst ihr darauf achten, wann diese Frau hey, 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 hey schreit. Und immer dann, genau in dem Moment, wo sie hey schreit, muss man springen. Also ganz, ganz kurz auf den Knopf drücken. Hat mir aber einfach nicht geholfen. Ich kam nicht über 60. Vielleicht habe ich kein Rhythmusgefühl. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es nicht nachvollziehen können so, ne? Weil meines Erachtens nach habe ich immer gedrückt, wenn sie hey gesagt hat. Aber es hat nicht geklappt. So, und dann habe ich irgendwo so einen Kommentar gelesen von einem Dude, der geschrieben hat, ja, guter Tipp, aber ich habe noch einen besseren. Benutzt den Motorroller. Der fällt ein bisschen schneller. Damit geht es noch einfacher. Ich dachte mir so, nie im Leben. Aber irgendwann habe ich die Geduld verloren, es alleine mit Mario zu probieren. Dann habe ich mir doch mal dieses Ding geschnappt. Und tatsächlich im ersten Versuch dann direkt den Rekord auf, was weiß ich, irgendwas mit 60 erhöht auf jeden Fall. Danach kam eine lange, lange Zeit nur Fail-Versuche bei um die 50. Und erst jetzt der Versuch, den ihr gesehen habt, wo es geklappt hat. Ich würde sagen, mit dem Motorroller ist es tatsächlich etwas einfacher. Allerdings ist der Beginn viel, viel schwieriger, weil man sich optimal hinstellen muss. Ja? Wenn das beginnt, erstmal so mittig, so, dann springen und dann direkt drehen. Man muss wirklich in der Mitte stehen. Also so wie ich jetzt stehe, ist es gar nicht mal so perfekt. Allerdings, bei jedem Sprung bewegt sich der Motorroller auch ein bisschen in eine Richtung. In dem Fall jetzt weiter nach unten. Und das muss man dann ein bisschen berichtigen, indem man halt ja, auf Y drückt. Ganz, ganz kurz. Weil das Wichtigste beim Motorroller ist wirklich exakt in der Mitte zu stehen und seitlich. Dann schafft man es auch. Also das ist jetzt eigentlich auch wieder nicht gut, oder? Nee. Also man muss wirklich perfekt stehen, dann schafft man es. Dieser Mond ist der dreckigste und asozialste bisher in Super Mario Odyssey und ich hoffe, es wird keinen schlimmeren geben, weil der hat mich wirklich frustriert. Der hat mich wirklich krass frustriert. Von Spaß kann da nicht die Rede gewesen sein, aber ich bin froh, dass ich diesen Kack jetzt endlich hinter mich gebracht habe. Vielleicht hilft euch ja der Hinweis mit dem Hey und mit dem Motorroller. Mehr kann ich da auch nicht tun. Ich kann euch nur sagen, ich habe ebenfalls ewig lang gebraucht, um das zu schaffen. Es gibt Leute, die schaffen mit Leichtigkeit 1000 Sprünge. Props an euch. Ich bin keiner von diesen Leuten. Bin einfach nur froh, dass ich jetzt den Mond habe und alles gut ist. Bis zur nächsten Folge Super Mario Odyssey. Dann geht's in ein neues Kingdom.